Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream Lamagic Dynasty hier auf Twitch. Einen wunderschönen guten Abend und auch seid gegrüßt auf YouTube zu den einzelnen Folgen, die ich natürlich schneiden werde. Und wenn euch diese Folgen gefallen, für die Zuschauer, die nur bei YouTube schauen, dann lasst einfach mal ein Däumchen drunter unter den Folgen. Das wäre mega, mega gut von euch. Ja, meine Feuerwehrscheune steht. Kiki sitzt. Oskar ist da. Und die Katze, kein Plan. Da ist Hannah. Was macht denn die da? Die ist wahrscheinlich da am Blümchen gießen. Wollen wir mal lauschen? Ja. Gut. Alles da, alles so, wie es sein soll. Ja, es sieht hier noch so ein bisschen rumpelig aus. Ich habe unter den Videos gelesen, alles, was jetzt hier rumsteht und an Farbpaletten hier ist, wird über kurz oder lang auf die FPS gehen. Und sollte ich vielleicht sein lassen. So, das Gerüst bauen wir jetzt einmal kurz weg. Dann haben wir hier schon etwas weniger. So, der immer wiederkehrende Baum ist rechts von unserer Bushaltestelle. Dieser, jener, welcher. Also quasi genau gegenüber von unserer Einfahrt. Bei mir ist es der einzige Baum. Ich habe zwar hier neu gepflanzt, aber das werde ich wahrscheinlich auch im Leben nicht mehr erleben. Was ihr hier vorne seht, guckt mal, wie oft ich den schon gesägt habe. Seht ihr das? Ich weiß nicht, wie viele Dutzende Male ich den schon gesägt habe. Also es gibt 5 oder 6 auf der gesamten Map, so viel ich weiß. Das ist der einzige, wo ich das weiß und den ich auch tatsächlich genutzt habe. Bin ich da ja ganz ehrlich. Ja. Die anderen müsstest du eventuell mal dann im Discord fragen. Der ein oder andere kann dir vielleicht eine Position noch verraten. Krit findet meine Scheune schön. Das ist super. Das finde ich toll. Also hat sie ja letztes Mal schon gesagt, dass sie toll aussieht. Also ich finde sie immer noch toll. Es muss ja nicht immer alles gleich aussehen. Der Andreas zum Beispiel hatte geschrieben, irgendwie, glaube ich, unter dem Video mittlerweile oder war es im Discord, ich weiß es nicht. Er findet seine nicht mehr so schön, aber leider blieb ihm keine andere Wahl, weil die hellen Farben einfach nicht decken. Das Holz einfach nicht. Man sieht eben halt das Plastikholz, sagen wir es mal so. Und er hat ja auch irgendwo recht, aber da nehme ich halt dann keine Rücksicht drauf. Dann habe ich eben ein Plastikholzhaus. Keine Ahnung, nicht. Dann ist es halt so. Nugo haben wir noch ein paar Kräuter gesammelt. Einen wunderschönen guten Abend, Andrero. Schön, dass du reinschaust. So, und ihr habt gesagt, wir wollen ein bisschen questen heute, ein bisschen schlafen. Denn unsere Äpfel, Tritra Trollala, die sind zwar schon da, aber noch nicht gewachsen. Und ich möchte ja gerne diese Apfelquest hier, diese Quest endlich fertig haben. Das heißt, wir werden jetzt mal schlafen bis zur Apfelernte, damit wir diese Quest wenigstens fertig bekommen. Die Frage ist nur, schaffen meine Blumen eine Woche zu schlafen? Ich freue mich, wenn du online bist. Oh, ist das süß. Dankeschön. Das ist ja süß. Die Frage ist tatsächlich, schaffen meine Blümchen das durchzuhalten, wenn ich jetzt eine Nacht schlafe? Weil, wenn nicht, würde ich die tatsächlich ernten, wenn wir jetzt hier wochenweise schlafen. Weil dazu habe ich sie jetzt echt gehegt und gepflegt, als dass sie mir dann wieder eingehen, ne? Und extra hier bei unserem Mike Mickey. Das ist ja hier unser Mike Mickey. Einen wunderschönen guten Abend. Der andere Mickey ist ja noch nicht da, auch wenn er da hinten hinter der Scheune steht.
Vielleicht kann mir das einer von den gewieften Spielern hier erzählen, ob meine Blumen das überleben würden. Denn ich vermute stark, nein, sie werden eingehen. Honig habe ich wahrscheinlich beim letzten Mal schon gesammelt, naja. Wenn ich jetzt hier tatsächlich jeden Tag spielen würde, würde ich hier auch wirklich hier noch schöne Sonnenblumen hinstellen, schönes Beet machen und. Ich würde vielleicht hier hinten beim Pavillon schönes Beet machen wollen. Vielleicht als Umrandung für die Scheune hier ein schönes Beet machen. Also da würde ich tatsächlich, wenn ich da jetzt wirklich tagtäglich spielen würde, so richtig mit Enthusiasmus, würde ich das wahrscheinlich machen. Nur damit es hübsch aussieht. Meine Blumen gehen nach einer Woche ein. Ja, das ist das, was ich befürchtet habe. Ne? Das ist wirklich... Das ist mehr. Ich hatte ja die Hoffnung, dass Anfang April... Anfang Mai, also Ende April, dass dann da die Äpfel kommen, aber ich hatte beim letzten Mal, hatte die Lavisina ja geschrieben gehabt, dass die Äpfel erst Mitte Mai kommen. Das heißt, wir müssten jetzt quasi schon 2 Wochen vorschlafen. Und das würde natürlich... Das würde natürlich meine Blümchen zerstören, ne? Obwohl ich mir nicht sicher bin, die sind ja schon so lange grün. Lavisina, bist du dir sicher, dass sie noch 2 Wochen brauchen? Weil die sehen ja eigentlich schon recht gut aus, ne? Finde ich. Die sehen ja eigentlich schon recht, recht gut aus. Bei mir waren sie Mitte Mai fertig. Na? Nicht hinsetzen, Bank. Habe ich noch Fisch im Inventar? Ja, guck mal, hier haben wir noch Karausche. Vielleicht ist das nicht überall so. Das gilt es herauszufinden, glaube ich. Green Granny, Smith Apples are the best. Ja, normalerweise. Hallo, Earth Brush. Ich gehe mal eine Nacht schlafen. Wir gehen mal eine Nacht schlafen. Ich will das hier nicht noch lange rauszögern. Wir gehen mal eine Nacht schlafen und dann schauen wir mal. Dann haben wir ja quasi Anfang Mai. Und dann schauen wir mal, dann sehen wir schon. Können wir hier um die Ecke lupen? Können wir. Aber noch keine Äpfel da. Nope. Ich bin ausgeruht und fit. Just keep talking German, understand you fine, just sucks in typing. Okay, also wir können du verstehst Deutsch, aber mit dem Tippen ist das schwer, ist das richtig? Ja, okay. Eine noch, komm, eine noch. Nur um zu sehen, ob Lavisina recht hatte. Ich werde gleich noch einmal Blumen gießen gehen. Unser Hund hat ja wahrscheinlich auch Hunger die ganze Zeit, ne? Der wird uns gar nicht mehr lieben. Wir haben den 2. Mai... Dann müssen wir den Oscar auch nochmal füttern. Und wir kriegen dadurch natürlich immer durch die Blumen immer Sozialpunkte. Hallo, Akon. Einen wunderschönen guten Abend. Wo ist mein Hund? Ah. Komm mal her. Magst mich nicht mehr leiden? Doch, ne? Ein Taifun?
Warte, ach, schubst mich nicht, Oskar. Taifun hat auch gekriegt, so. Nass. Aber nicht vertrocknet. Okay, warte mal, haben wir noch Honig? Da, da. Aber nach 3 Tagen schon Honig ist ja auch cool, ne? Also ich werde jetzt bei Nass noch nicht gießen. Gewächshaus. Das müssen wir auf jeden Fall noch streichen. Das kriegt ja verschiedene Grüntöne. Wow! Na? Hallo. Du hast mir gefehlt. Wir waren gerade im Bett. So schöne Augen. Du bist etwas Besonderes, weißt du das? Danke, du bist so ein Gentleman. Du hast mich geheiratet. Du hast mich geheiratet. So, Honig. Honig. Vielleicht können wir uns ja doch noch mal etwas Schönes kochen. Äpfelchen, ich brauche euch. ZDF und NDR sind die besten deutschen Fernsehprogramme. Ja. Vielleicht. Crojazz. Einen wunderschönen guten Abend. ZDF und NDR. Ja. Vielleicht. Daily Soaps. So, eine Nacht noch. Also ich denke, es läuft darauf hinaus, dass unser Lavisina recht hatte. Dein Hahn hat gute Arbeit geleistet. Wir haben 70 Euro verdient. Also es läuft tatsächlich darauf hinaus, dass unsere Lavisina recht hatte, dass wir natürlich bis Mitte Mai durchschlafen müssen. Bevor wir hier unsere Äpfel ernten können. Aber wisst ihr, was ich dann mache? Die 256 Sozialpunkte sind mir dann irgendwie relativ lax, wisst ihr das? Weil ich brauche sie ja rein theoretisch nicht. You have to remember this back in. Warst du überhaupt im Bett? Der grüne Traktor macht jetzt 37, wenn man ihn upgradet. Ich glaube, ich habe tatsächlich Crotchers. Ich habe alle Maschinen geupdatet. Oscar? Typhoon? Oscar? So, Oskar mag uns. Wir gehen noch mal für 2 Nächte schlafen. Welchen haben wir denn? Vierten. Rein theoretisch noch 10 Tage schlafen. Aber ich habe Angst. Ich habe Angst. Die Katze alle 3 Tage, glaube ich, füttern. Die Katze kann man alle 3 Tage füttern. Ja, das ist echt schön, dass ich so viel Honig kriege. Genau. Liebe Grit. Dragon! Dragon, mein Dragon! Oh Gott, 5 Monate. Oha.
Dankeschön. Dragon, mein Dragon, dankeschön. Was ist los heute? Ei. Aber ich glaube, jetzt müssen wir gießen, oder? Aber warum steht jetzt immer noch nass? Obwohl wir jetzt so viele Tage geschlafen haben. Die Frau gießt, deshalb ist das... Oh, dann könnte man ja, aber nee, ich möchte auch den Hund nicht verhungern lassen, ne? Auch wenn es nur Pixel sind und wenn es nur ein Spiel ist, aber ich mag den Hund tatsächlich nicht verhungern lassen. Aber wisst ihr, was mich ein bisschen stört? Ich habe in der ganzen Zeit die Schafe entweder nackt gesehen oder mit Fell, aber nie mit nachwachsendem Fell. Habt ihr das gesehen? Frag für einen Freund. Oh, Suppe. Wie viel Wurst habe ich denn noch? Oh, 53. Alles gut. Taifun? Nee. Oh, wie viele Fische haben wir noch? Einen. Einen Fisch haben wir noch. Müssen wir noch angeln gehen. Guck mal an, wie viel Honig. Das Fell wächst instant über Nacht. Ach, das spawnt auf den Schafen. Na, sag das doch gleich, Lavisina. Hätte ich mir die Frage auch ersparen können. Nein, alles gut, Lavisinchen. Bisschen Ironie. Ja, es ist, naja. Was soll ich dazu sagen? Ein bisschen Ironie. Das spawnt auf den Schafen, das wächst nicht. Die Zeit ist, glaube ich, vorbei, wo hier was wächst. So. Wir springen nochmal runter, holen uns nochmal den Honig, schauen nach dem Rechten, füttern den Hund. Ist jetzt gerade ein bisschen langweilig, aber soll ja dazu dienen, dass wir endlich Äpfel pflücken können und die Quest erledigen können. Und Schäfchen möchte ich mal wieder machen und ein Autorennen möchte ich mal wieder fahren. Wobei ich nicht sicher bin, ob wir das mit dem Buggy machen sollten. I don't know. Wie ist das? Aber das, die Nächte zählen jetzt, um das Kind zu zeugen, zählen die Nächte, ne? Du? Hallo? Kannst du auch mal neue Klamotten anziehen? Hat die nicht sonst mehr gelbe Augen gehabt? Mädel, trägst du Kontaktlinsen? Du bist wunderschön, du bist meine Frau. Und du bist gerade auf der Arbeit und genießt Andrina. Na, das ist doch Luxus pur. Nein, das klingt eingebildet. Das ist aber cool, dass du reinschaust. Hallo, Oskar. Gib ihm eine Wurst, gib ihm Streicheleinheiten. Ja. Wo ist Taifun? Hallo, Taifun. Jetzt kann ich nicht auch nicht füttern. That goes not. So, wir haben 8 Mai. Oh, wir tasten uns voran. 2 Nächte. Mal eine Frage an die Spieler und Spielerinnen mit Kind. Oder Kindern. Wie ist das? Sagt die mir von alleine, dass sie schwanger ist, oder muss ich sie jetzt ständig anquatschen? So, von wegen Liebe, Parfüm, bla bla bla. Hat noch nicht gereicht. Hat noch nicht gereicht. Schade, schade. Schokolade. Da kannst du auch wieder viel kochen bei so viel Honig. Ja, darauf freue ich mich am meisten. Mein gut, jetzt ist das Geld tatsächlich etwas weniger wichtig geworden oder rein theoretisch. Das Baby ist plötzlich in der Wiege. Ach, die Wiege steht ja noch da, ne? Ich habe ja noch eine stehen. Was sagt mein Gewächshaus? Macht sie da auch das Wasser an oder muss ich das machen?
Oh, perfectly. Jawohl. Schwangerschaft fällt aus. Die ist ja bei Farmers Dynasty auch ausgefallen. Also meine, die hat zwar gesagt, wir bekommen ein Kind, aber ich dachte, dass man nur dann Kinder bekommt, wenn man nicht vor 21 Uhr ins Bett geht. Aha. Dann werde ich niemals Kinder haben, Lavisina, da bin ich mir ganz sicher. Die Frau muss zuerst ins Bett und die geht um 8, oder was? Werde hungrig. Zieh mir mal ein paar Pilze hinter, ne? Aber dann, ich kann doch nicht jeden Abend warten, bis die mal ins Bett geht. Kein Baby. I have started a new save and characters have random hair and facts but keep their names. Wenn sie einmal im Bett ist, dann wochenweise schlafen. Ah, okay. Wir haben 11. Mai. Die Kühe müssen gemolken werden. Ach, Menno. Und es regnet. Natürlich. Dann brauchen wir es recht nicht gießen. Also wir werden auf jeden Fall mal ins Bett gehen nach ihr, wenn wir die Quest durch haben. Also das möchte ich schon noch. Und was ich auch möchte ist, dass ich meine, auf jeden Fall die Äpfel. Da sind sie, guck mal. 12. Mai. Uhuhu. Die Äpfel. Sie sind da. Oh. Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe alle Kleidung, glaube ich. Im Kleiderschrank kann ich einmal ganz kurz zeigen. Ich gehe auch im Dings hier. Deswegen steht der Kleiderschrank noch offen. Ich glaube, ich habe hier tatsächlich alle. Alles zusammen. Ein Moment. So, das musste ich noch einmal klären. Denn der Ehemann ist heute nicht da. Heute muss ich hier wieder selber arrangieren alles. Die Charaktere haben andere Haare und Gesichter, aber die Namen sind die gleichen. Ja, deswegen, das hat mich ja sowieso schon. Deswegen hatte sie jetzt auch andere Augen quasi. Ach, Menno. Wir nehmen die. Wir gehen so. Kam noch irgendwie Kleidung dazu? Ich glaube nicht, oder?